Es fing so an, die Mieterin bat mich, die Wohnung ihr zu vermieten. Es sind nun 9 Monatsmieten offen und ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich das bezahlen soll. Das Geld wächst ja heute auch nicht an Bäumen. Ich bin ja kein Sozialamt hier. Er droht uns schon ständig, wenn wir uns nicht hier ausziehen, ne, passiert was. Ich bin keine Mietnomade und ich zahle meinen Strom. Die Situation ist für den Vermieter ausgesprochen unangenehm und schwierig. Er kann nicht einfach selber die Türen öffnen und den Mieter auf die Straße setzen und seine Wohnung leerräumen. Hast du in Land und Leute gelesen? Ja. Heute auch? Heute nicht. Ja. So. Und bitte. Nehmen Sie das bitte ab. Und bitte. Los. Ja, ich weiß keinen Außenweg mehr. Mir ist das halt eingefallen, dass Sie das mal lesen. Ne? Vielleicht nehmen Sie es dann besser auf. Wo bekommt man heute Hilfe? Ich habe schon alles versucht. Räumungsklage, das dauert. Wer weiß, ob sie überhaupt rausbekommen. Ich
ich weiß mir keinen Ausweg mehr hier in Deutschland. Ich habe mit so vielen Vermietern schon gesprochen, denen ist das Gleiche passiert. Die haben so viel Geld ans Bein streichen müssen und das kann doch nicht so weitergehen. Ja, mich erwartet Böses, denke ich mal. Die Wohnung war neu renoviert, ist ganz nagelneues Laminat reingekommen letztes Jahr. Es war genau diese Zeit jetzt. Ist neu gestrichen worden, ist neu tapeziert worden, da war kein Schimmel in der Wohnung. Im Bad sind die Fliesen neu gekommen. Die hat der Fliesenleger aus dem Ort, kann ich alles bezeugen, alles belegen. Wo ist der Ball? Hol dir den Ball. Wo ist der Ball? Gib mir mal den Ball. Mach Platz. Komm mal hierher. Mach Platz, komm her. Mach Platz. Ja. Mach Platz. Wo ist dein Ball? Wo ist der Ball? Hier ist er. Du bist ein feiner Hund. Ne? Ja, du bist ein ganz lieber. Ein Zärchen immer einen Ball wegnehmen, ne? Das schaffst du so. Bitte. So, dann musst du die Zärchen wieder an die Kette machen, ne? Das ist in die Firma. So. Dass du das mir abbauen kannst, ne? Ja, ich muss nämlich wieder in die Firma. Und bitte. Es fing so an, die Mieterin bat mich, die Wohnung ihr zu vermieten. Sie müsste auf der Straße schlafen, sie wüsste nicht, was sie machen sollte, sie hätte ein kleines Kind. Und da habe ich mich breitschlagen lassen und sie sagte, sie wäre Witwe. Sie bekäme 800 Euro Witwenrente, sie könnte die Wohnung locker bezahlen. Und daraufhin habe ich mich eingelassen. Nach einer Woche zog gleich der Freund mit ein. Das war gar nicht eingeplant. Und dann kamen mehrere fremde Leute rein. Ich wusste gar nicht, wie es mir geschah. Ich kann das nicht. Ich bin kein Sozialamt hier. So viele Leute hier unterzubringen, ich hatte nur den Mietvertrag mit der Frau. Mit der Mieterin und dem Kind. Was ist deine Verzweiflung? Die erste Zeit ging das eigentlich, hatte ich nicht so sehr viel mitbekommen. Ich hatte nur mitbekommen, dass der Freund mit eingezogen war. Das war am Anfang gar nicht so schlimm. Die Miete kam dann auch. Und dann plötzlich im Januar sollte ich mal runterkommen. Es wäre Schimmel in der Wohnung. Hatte mir da gezeigt in der Ecke. Ich sage, ja, ich habe Ihnen gesagt, Sie müssen lüften. Das ist eine Erdgeschosswohnung. Wenn ich hier Wäsche trockne, der Wäscheständer stand da. Wenn hier gebadet wird, geduscht wird, gekocht wird, kann ich nicht alles zumachen. Und dann sah ich auch, wie die Knebel alle an den Fenstern abgeschraubt war. Ich sage, warum sind die Knebel an den Fenstern ab? Sie können ja gar nicht lüften. Da sagte sie, ja, meine Tochter kommt immer das Wochenende, die haut mir sonst ab. Ich sage, was sind das für Zustände? So, ich rief dann gleich den Malermeister hier im Ort an und der kennt sich sehr gut aus mit den Wohnungen. Der hat das ja alltäglich hier im Ort oder sonst wo. Er renoviert Wohnungen und macht alles, was mit Wohnungen zu tun hat. Und den rief ich an, der kam sofort an und hat in der Wohnung die Feuchte gemessen. Er hat oben in der Wand 20% gemessen. Unten, wo die feuchte Ecke war, wo die kleine Schimmelbildung war, hat er auch 20% gemessen. Er hat ein richtiges Loch in dem Mauerwerk gemacht. Und man sieht, er sagte gleich Oberflächenschimmel. Und er fotografierte auch noch, das sagt hier, Wäsche trocknen, Fenster alles dicht, die Knebel waren aber an Fenstern. Wie kann man da lüften? Und sie machten mir den Vorwurf, sie würden krank. Ich sollte ihnen ein Möbelunternehmen bestellen, dass sie eine neue Wohnung bekämen und sollte mich um eine neue Wohnung kümmern. Und dann sage ich, ja, kläre das.